Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge BeamNG Drive. So, Timer ist gestartet. Unser Gespann ist ready. Diese kleine Ente machen wir noch aus. Handbremse ist zu. Trailer-Check ist oben. Ja, würde ich sagen. Düsen wir mal los. Kamera ein bisschen weiter raus. So. Dann sieht man auch, was das ganze Gespann hier fabriziert. Ja, er hat so seine Schwierigkeiten. Aber jetzt kommt er in Wallung. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, fahren wir mal aufs Testgelände. Also nicht hier da drüben. Nicht hier da. Einmal die Hand vom Lenkrad genommen. So, der Radiator ist kaputt. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Da haben wir jetzt schon ganz gut einen abgekriegt. Mal eben kurz in die Leitplanke gesemmelt. War jetzt ja nicht so doll, aber... Naja, was soll's. Wir fahren trotzdem mal zum Testcenter. Denn das da drüben ist nicht das Testcenter, sondern... Das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Da ist auch ein Testcenter, aber nicht das, wo ich hin will. Ah, macht sich voll selbstständig, die Karre. So. Zieht jetzt auch leicht nach rechts. Könnte am Einschlag in die Leitplanke liegen. So, hier haben wir nämlich noch ein Testcenter. C&B Driving School. So, was steht hier? Wir bieten eine Reihe von Sicherheitstrainings an, vom Einsteiger bis zum Rennfahrer. Für jeden das Richtige. Wunderbar, das tun wir uns an. So. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Mit dem Gespann hier. Ansonsten muss ich dann halt das Zugfahrzeug wechseln, wenn uns der Kühler hochgeht. Oh, der fängt schon an zu schlackern. Uiuiui. Uiuiui. Naja, halb so wild. Ist nicht viel passiert. Der Kühler hat jetzt nochmal eins abgekriegt. Aber geht schon, glaube ich. Oh, hier hat es eine Wasserfläche. Eine Rutschfläche. Hui. Okay, die Stoßstange drückt uns da so ein bisschen gegen den Reifen. Aber das passt schon. So, wo können wir denn noch hinfahren? Hier können wir runterfahren. Oh, wow, oh, wow. Oh. Naja, macht er schon noch. Ja. Macht er ganz gut, und wenn er zu heiß wird, dann fahren wir einfach nochmal durchs Wasser. So, wo geht's denn hier lang? Verhält sich ganz schön zickig. Das Ding da hinten dran. So, wo geht's denn hier links? Schöner Drift mit dem Hänger. Wunderbar. Ah, hier, von hier kommen wir. Dann fahren wir mal da drüben runter. Oh, oder mal hier lang. So. Komm, gib Gas. Jetzt überhitzt uns das Öl. Naja gut, wir fahren ihn, bis er in die Knie geht. Wow, das war auch heftig. Da gibt's doch nochmal eine andere Strecke.
Wo ist die denn? Ist die da unten? Ich meine, da geht's nirgends mehr weiter. Ich muss mal ganz kurz mit der Kamera suchen, wo genau wir hier sind. So, das ist... Ah, hier ist die andere. Oder? Da ist der See. Ah, da ist die mit der Kurve. Ah, okay. Gut, dann müssen wir doch rüber. Hä, wo? Ah, einfach weiter auf die Straße wieder raus und dann die nächste rein. Okay, gut. Huch. Wieder zurück. Naja, ich brauche ja nicht zurückfliegen. Ich kann auch einfach so machen. So, gehen wir mit der Kamera wieder raus. So, mal gucken, ob es bis dahin schafft überhaupt noch. Unser armer, was auch immer, armer geprügelter Karren. Da ist er gleich da drüben. Aber die scheiß Taube hält da hinten drauf wie festgeklebt. Dank unserer Verzoharbeit. Ja, ja. Öl überhitzt, Kühlwasser überhitzt. Ach nix. Die Connection Rod Bearings, die Bleuelstangenverbindungen, also die Bleuelstangen Kugellager, die Bleuellager, so Bleuellager werden langsam beschädigt durch das überhitzende Öl und wahrscheinlich auch durch das an den entsprechenden Stellen fehlende Öl. Aber hier haben wir Wasser, da können wir mal durchfahren. Was ist denn jetzt? Warum ist die Karre aus? Komm mal an. Scheiße. Gut, der springt nicht mehr an. So kaputt ist er doch noch gar nicht. Hat er nur ein bisschen einen drauf gekriegt. Oh, also das ist jetzt schon... Das ist jetzt schon traurig, finde ich. Und die Ente, die... Ente. Ist es eine Ente? Nein, eigentlich nicht. Die äubelt da hinten rum. So, jetzt machen wir den da erstmal weg. Okay, das Ding macht sich irgendwie selbstständig. Naja, wenn es stehen bleibt. Aber nein, es bleibt nicht stehen. Was tut es da? Boing. Können wir wenigstens rollen? Nein, aber ich kann uns abschleppen. Ich kann uns hier ein bisschen wegziehen. So, lassen wir den sich da drehen. Soll er doch. So, jetzt will ich mal gucken, unter die Haube gucken, was überhaupt los ist hier. Die Haube bleibt irgendwie nicht offen. Da kann man Abhilfe schaffen. So. Jetzt müsste sie offen bleiben. Ja, jetzt bleibt sie offen. Was macht der da? Verrückte Karre. So, wie sieht's denn hier aus? Sieht doch alles recht normal aus. Vielleicht ist hier irgendwo... Ist hier irgendwo ein Problem? Hier, da unten? Also hochheben geht noch. Wir könnten mal versuchen, den Motor ein bisschen da rauszulüpfen. Mit viel Gewalt vielleicht. So, so. Er wackelt schon. Pff,
Nee. Klappt nicht. Machen wir mal so. Türe rausreißen. Macht auch Spaß. So, hier geblieben, Kollege. Schnapp ich mir mal ein Rad. Oh, nur den Reifen weggezogen. Das ist eine Tür. Heckklappe reißen wir auch weg. Die blöde Motorhaube, die da so rumschlabbert. Weg damit. Da ist noch eine Tür. Na? Ja, die hing aber ganz schön fest. Halt, wo willst du hin? Komm zurück. So, einfach mal hier am Dach ziehen. Oder mal hier am hinteren Kotflügel. Ui, da fliegt auch der Auspuff weg. Ah, so kriegen wir den Motor. Da haben wir, glaube ich, gerade den Motor rausgekriegt. Einfach das Ding mal so ein bisschen hin und her wirbeln. Oh. Ganz schön weit geflogen. Was ist denn das? Das sind meine Kopfhörer. Okay. Da ist nur ein bisschen blöd zum Respawnen. Wir legen das Ding mal hier hin. Nein, keine Vehicle Customization. Was tut es? Warum tut es das? Ich verstehe es nicht. Naja, hier brauchen wir einen neuen Fahrbahnuntersatz. Und jetzt nehmen wir doch was Stärkeres. Nee, noch bessere Idee. Komm schon. Oh, immer diese Ladezeiten. Furchtbar. So, wir nehmen mal den. Den hatten wir doch gerade, oder? Oder hatten wir den? Nee, wir hatten den. Dann nehmen wir doch mal. Soll ich euch den mal zeigen? Ich zeige euch den mal. Nur, dass es dann nicht heißt, wir haben noch nie den Dinger gesehen. Dann zeige ich ihn euch mal. Ziemlich buggy. Ja, ziemlich groß. Ziemlich lustig, aber ziemlich buggy. Ihr werdet sehen. Ich habe euch gewarnt. Das nenne ich mal einen LKW. Ja. Wo sind denn unsere beiden Spielgesellen da hinten? So, man sieht duale Lenkung. Die Besonderheit an der Karre ist eine unfassbare Geschwindigkeit. Das Ding wird über 400 km/h schnell. Da hat sich der Entwickler gedacht, nö, ich will auch, dass das Teil schnell ist. Und hat es einfach mal übertrieben furchtbar schnell gemacht. Wo ist denn das Zeug da drüben? Liegt's? Oh, komme ich da noch durch? Nein, schon dagegen gefahren. Fährst du quer, siehst du mehr. Den Spruch kennen wir. Ist ein Zitat von einem gewissen Rallye-Fahrer. So. Fahren wir hier mal locker flockig zu unserem Hänger. Mit unserer kleinen Ente drauf.
Ente mit unserem kleinen, mit unserer Taube. So, bremsen. Ihr seht, das ist ganz schön umständlich mit dem Ding zu fahren. Erstens und zweitens und drittens. Diese Umständlichkeit nimmt gleich 3 Slots in Anspruch. So, und jetzt könnten wir doch da eigentlich einfach mal drüber fahren. So. Jetzt sind wir mal über die komische Ente und den Anhänger einfach mal drüber gefahren. So, ich gehe mal kurz mit der Kamera nachschauen. Sieht jetzt so aus, das Ganze. Ja, hätte ich auch nicht anders erwartet. Bei den Reifen. Gut, ich kann euch mal zeigen, wie unfassbar schnell das Ding ist. Wenn ich hier wieder rauskomme. Hänge ich jetzt schon wieder da dran fest. Ja, das ist das, also fahren mit dem Ding schier unmöglich. Und zack, steckt man nämlich in den Teilen drin, einfach nur weil das vom Gewicht von den Daten her so übertrieben ist, das ganze Ding. So, jetzt sind wir hier mal raus. Jetzt muss ich mal schauen, wo es denn überhaupt rausgeht. Ah, da unten geht's raus. Ich versuche einfach mal mit dem Ding auf die Straße zu kommen. Aber es ist schon sehr unrealistisch, dass das Teil so brutal monströs schnell ist. In die Bäume. Die Bäume, da hängt man immer gleich furchtbar drin fest. Na komm schon. Komme ich da überhaupt durch? Naja, mit viel Schwung vielleicht. Ich versuch's mal. Kann ich den eigentlich lupfen? Nein. Der ist zu schwer. Den bekommt niemand gelupft. Und jetzt hänge ich da nämlich schon wieder drin fest. Ja, das nervt ziemlich. Wie ihr seht, und man kann nicht mal richtig fahren. Nein, ein Frosch im Hals. Ja, was machen wir denn jetzt? Der Spaß mit dem Anhänger hat sich ja in Grenzen gehalten. Ich würde sagen, wir suchen uns einfach mal ein schönes, schnelles Auto. Der hier sieht gar nicht schlecht aus. Ist ein Diesel. Hm. Oder nehmen wir mal den Pre-Runner. Offroad. Wie viel Power hat der? 307 PS, ja. Nehmen wir doch mal. So, mal schauen, ob wir hier nicht mitten im Zaun spawnen. Das wäre schlecht. Nein, perfekt. So, dann will ich nur Performance halber mal eben den Müll hier wegräumen. Und den Müll auch. So. Dann fahren wir mal mit unserer Rallye-Karre hier eine Runde. So, wo ist die Rutschplatte?
Hier. Oh. Was ist das für eine Rutschplatte, um Gottes Willen? Okay. Naja, wir sind zumindest mal wieder auf der Straße unten. Okay, das war jetzt ziemlich heftig. Bisschen krass für eine Rutschplatte. So, wenn ich jetzt R drücke, ja, dann sind wir wieder hier. Gut. Dann will ich mal eben was ausprobieren. Das könnte nämlich ganz interessant werden mit dieser Rutschplatte. Aber da ist doch noch mal eine. Da ist doch noch eine Nassrutschplatte, ja, da unten, genau. Eine Driftplatte. Boing. Warum geht das linke Rad ab? Das würde mich mal interessieren. Huch. Das war ein Pfosten. Hier auch wieder, siehst du quer, fährst du quer, siehst du mehr. Ja, hier kann man schon schön driften. Aber warum es uns da vorher überschlagen hat? Auf dieser geraden Platte. Motor auch gerade eben schnell ausgegangen. So, das versuche ich jetzt nochmal. Oh, das war gar nicht hier. Wo war das denn? Ach, das war hier, okay. Die anderen auch umschmeißt? Das wäre nämlich dann meine Frage. Dann machen wir mal Folgendes. Parken wir mal eben hier. So. Und setzen uns hier mal die Home-Position. Und dann machen wir eine kleine Folgenpause und sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play. Hier. Bei BeamNG Drive. Und dann check ich mal ein anderes Auto ab, ob die alle da umkippen. Warum auch immer. Naja, wir sehen uns. Bis dahin. Macht's mir gut. Ciao.